So, moin moin, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Vlog. Heute wird es ein bisschen anders werden und zwar habe ich nicht ganz viel Zeug gekauft, eigentlich fast nichts, außer das eine hier. Allerdings möchte ich noch ein paar Sachen zum Kanal sagen, denn ich möchte ein bisschen was ändern. Ich möchte jetzt auch wieder ein bisschen mehr Sachen machen, da der Sommer jetzt fast vorbei ist oder so in den letzten Zügen ist. Wir haben jetzt den 11. August gerade. Die Temperaturen normalisieren sich wieder, also von den 36 Grad sind jetzt Gott sei Dank ein bisschen weiter ab. Gestern war es ganz schön kalt. Statt 36 Grad hatten wir dann auf einmal 22, also 14 Grad Unterschied innerhalb von einem Tag. Das war schon echt ein bisschen heavy. Aber ich würde sagen, fangen wir noch mit den Sachen an, die ich jetzt noch gekauft habe. Und zwar zum einen ist es das die Mega Man X Collection für die Switch, hatte ich mir geholt aus Amerika. Eigentlich ganz cool, das Teil. Was mich ein bisschen stört daran ist, dass Teil 2, beziehungsweise der zweite Teil der Collection, denn es ist ja, wie man hier sieht, Teil 1 und Teil 2, warum auch immer das wieder zwei Teile sind, der ist nur digital. Also das heißt, da ist ein Code mit bei und nur die ersten vier Spiele sind auf der Cartridge und die anderen vier, also Teil 5, 6, 7 und 8, sind halt digital nur erhältlich. Keine Ahnung warum. Es gibt in Japan tatsächlich, ich glaube, zwei physische Varianten, also Legacy Collection 1 und 2. Warum das in Amerika wieder so ist, oder bei uns gibt es ja gar nicht, deswegen habe ich es mir aus Amerika extra geholt, weil ich dachte, hätte ich schon gern in physischer Form. Eigentlich sehr schade, also verstehe ich nicht, weil die Spiele können nicht so groß sein, es ist nicht viel Zeug mit dabei. Also es gibt so ein Museum, das ist irgendwie, ja, da gibt es irgendwelche Screenshots, Konzeptarts, ein cooler kurzer Film, so ein Anime-Ding ist dabei, halbe Stunde, glaube ich, geht das Ding. Das ist ganz witzig gewesen. Und ansonsten, klar, es gibt so ein Challenge-Mode, es gibt Online-Leaderboards und solche Geschichten. Es gibt auch so Filter, dass die Grafik halt ein bisschen hübscher aussieht. Aber ansonsten, eigentlich ist jetzt nichts Gravierendes, wo ich sage, das wird mit Sicherheit nicht auf eine Cartridge passen. Also, ja. Teil 7 und 8, habe ich mir mal angeschaut. Also Teil 1 habe ich komplett durchgespielt fast, bis auf, ich bin in der dritten Sigma-Stage gewesen. Und ich habe mir mal sagen lassen, dass eigentlich von Teil 1 an geht es so straight bergab zu Teil 7 und 8. Ich habe mir tatsächlich die beiden angeguckt und die sind wirklich nicht gut. Also vom ersten Eindruck her wirklich, ehrlich gesagt, fasse ich nicht an. Ich werde es mir mal ein bisschen genauer noch angucken natürlich. Aber Teil 2 ist ganz cool, Teil 3 habe ich schon mal reingeschaut. Teil 6 war, glaube ich, der letzte, der wirklich so mit 2D-Grafik war. Ja, ganz cool. Eigentlich, wie gesagt, ich habe, glaube ich, 35 Euro dafür bezahlt. Ist es auf jeden Fall wert. Ja, dann habe ich noch für die Switch ebenfalls digital allerdings diesmal gekauft. Die Escapist 2 ist okay. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich von dem Spiel halten soll. Ist halt so ein, ja, es geht darum, dass man aus dem Gefängnis ausbricht. Es ist eine Art Sandbox, weil man kann halt eigentlich sich frei bewegen da drin in einem Gefängnis. Hat halt viele Gegenstände, die man craften kann, verschiedene Möglichkeiten, also man kann sich irgendwie durch einen Tunnel da aus dem Gefängnis, also kann sich da durchbuddeln, man kann durch den Zaun sich irgendwie durchschneiden mit dem Motorrad und so, also es gab da vorher so ein relativ witziges Intro oder irgendein Video, glaube ich, im Store, wo man so viele Möglichkeiten gesehen hat. Das Ganze ist auch online im Multiplayer spielbar und ich glaube, das ist ganz witzig, habe ich einmal gespielt, allerdings hat der Typ, der da war, eigentlich nur die ganze Zeit irgendwelche anderen NPCs da verprügelt, das war nicht ganz so hilfreich. Von daher, ich glaube, wenn man eine kleine Gruppe hat, ist es bestimmt ein recht witziges Spiel. Ich habe noch nicht so viel Zeit damit verbracht, aber ich werde es jetzt am Wochenende nochmal vielleicht ein bisschen spielen. Und ich denke, wie gesagt, also im Multiplayer ein cooles Spiel. Im Singleplayer weiß man nicht ganz genau, ob es so viel Langzeitmotivation bietet. War jetzt aber gerade auch im Sale, ich glaube, für 12 Euro. Also von daher, war es okay. Zwei weitere Spiele habe ich sogar noch im Sale gekauft. Stimmt, die habe ich noch gar nicht, ich dachte, ich hätte das letzte Mal schon erwähnt. Auf jeden Fall war das eine Hammerwatch. Ist so eine Art Diablo in Light, kann man vielleicht sagen. Also man hat zwei Angriffe eigentlich nur die ganze Zeit. Also pro Charakter hat man zwei Angriffe. Man tötet halt sau viele Monster, sammelt Gold ein, verbessert sich, geht immer weiter runter in den Dungeon, tötet Bosse unterwegs. Eigentlich ein cooles Spiel. Kann man auch zu viert an einer Konsole spielen. Und ich glaube, ebenfalls hier im Multiplayer wahrscheinlich sehr viel Witze, denn alleine ist es irgendwann doch ein bisschen mühselig oder langweilig, weil die Level sind schon, ja, groß, weitläufig, aber es ist jetzt nicht so spannend. Es ist auch nicht so schnell das Spiel wie in Diablo, muss ich tatsächlich sagen. Es dauert schon seine Zeit. Ist auf jeden Fall ganz cool, Pixel-Art-Style. Gefällt mir sehr gut, wie gesagt, gerade auch mit meiner Freundin habe ich zusammengespielt, war ganz lustig und für 6 Euro das Ganze. Genauso wie in Versus, das hatte ich ja schon mal gezeigt, da hatte ich ja gesagt, ich hoffe mal, dass es im Sale irgendwann ist und jetzt war es soweit. Es war vor ein paar Wochen schon mal im amerikanischen Sale, allerdings da nur für 20% oder so, da dachte ich, da geht bestimmt noch ein bisschen mehr und jetzt war es tatsächlich 50%, also statt 12 Euro waren es jetzt 6. Und ja, Inversus, mega geiles Spiel, richtig guter Soundtrack, hatte ich auch schon mal gezeigt kurz.
Und ich habe es jetzt am Wochenende noch ein bisschen gespielt, die ganzen Arcade-Sachen da freigemacht, Level freigespielt und so. Richtig, richtig cool. Also mit der Mucke dabei. Einfach ein geiles Spiel. Möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich habe es noch nicht online gespielt, das müsste ich jetzt eigentlich auch nochmal machen. Aber ich habe halt draußen kein WLAN. Wenn ich damit draußen auf der Terrasse da sitze, kann ich halt immer nur Singleplayer spielen. Das ist ein bisschen blöd. Ich brauche mal so einen WLAN-Repeater, dass ich da draußen auch vernünftig zocken kann. Denn das ist halt ein Spiel, das muss man gegen andere auf jeden Fall spielen. Letzte Woche hatte ich auch noch erzählt, dass ich bei QVT ein paar T-Shirts bestellt hatte. Die habe ich jetzt bekommen. Unter anderem das hier. Ich finde die eigentlich ganz cool. Es waren auch eigentlich alle vernünftig, bis auf zwei. Eins ist wirklich nicht so, das war so ein He-Man-Ding irgendwie. War ganz lustig, aber das ist einfach, damit kann ich nichts anfangen. Eins war so ein bisschen, ja, bisschen strange. Das, keine Ahnung, werde ich, gebe ich mal vorne in den Ohr, ziehe ich so, keine Ahnung. Die anderen muss ich echt sagen, alle top. Ich habe sie jetzt einmal alle durchgewaschen und dann passen sie auch von der Größe her. Also richtig cooler Deal. Für, wie gesagt, acht T-Shirts habe ich 35 € jetzt bezahlt, inklusive Versand. Und das ist ja aus Amerika, glaube ich, das Ganze. War auch übel schnell da. Also es war eine Woche, glaube ich, eher da, als eigentlich veranschlagt war. Von daher richtig cool. Trotz Hermes, also ziemlich, ziemlich nice. Kann ich nur empfehlen, schaut mal auf die Webseite, da gibt es echt immer wieder richtig witzige Sachen und gerade wenn so ein Sale dabei ist, weil normalerweise kosten die T-Shirts um die 10 €, was ich schon recht viel finde, plus Versand dann noch. Aber da werde ich jetzt so in den nächsten Monaten vielleicht zwischendurch mal immer wieder das eine oder andere bestellen. Heute war ein cooles Survey von Iron Man, habe ich gesehen, da waren so Iron Man und diese komischen Viecher von Star Wars, die kleinen mit den, wie heißen die denn? Von Tatooine, die da die Roboter immer auseinandernehmen. Otili. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Auf jeden Fall war er so da und hat so die Sprechblase so, I'm not a droid. Das fand ich ganz cool. Also es gibt schon noch ein paar Sachen da, die ich auf jeden Fall ganz witzig finde, aber ja, werde ich mir vielleicht mal nach und nach noch irgendwas davon zulegen. So, kommen wir mal noch zu dem Eigentlichen, wovon ich heute reden wollte, und zwar mein Kanal an sich. Es sind ja jetzt die letzten Wochen und Monate, kann man schon sagen, eigentlich nicht so viele Videos gekommen. Den Podcast haben wir jetzt auch pausiert über den Sommer. Das wird sich jetzt wieder ändern, und zwar möchte ich das allerdings so machen. Ich werde vielleicht meinen Twitch-Kanal noch ein bisschen ändern, aber das weiß ich noch nicht ganz genau. Allerdings werde ich jetzt auf meinem YouTube-Kanal hier eben diese Vlog-Geschichte so ein bisschen machen nebenbei. Ich werde noch so eine Art Daily-Ding machen. Da habe ich mir heute das erste Video so zusammengeschnitten von. Das ist so ein bisschen mehr so Social Media, also was so auf Twitter, Facebook und sowas abgeht, weil ich setze mich jeden Tag eigentlich hin, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit. Keine Ahnung, das ist wie für mich wie Zeitungslesen. Ich komme nach Hause, setze mich hin, mache einen Kaffee, setze mich kurz am PC, gehe so ein bisschen so einfach zur Berieselung durch bei Twitter und Facebook, was da so abging. Teilweise sind ein paar witzige Sachen immer dabei. Und ich habe gedacht, eigentlich damals schon, ich habe das schon vor einem halben Jahr oder sowas, glaube ich, mal bei mir alles fertig gemacht und hatte das auch mal im Livestream gemacht. Aber ich denke, das ist eher so eine Sache, die könnte ich sinnvollerweise hier auf meinem YouTube-Kanal machen, weil man das dann halt cutten kann, dann ist es einfach, glaube ich, eine sinnvollere Sache. Und da werde ich jetzt gucken, dass ich das in der Woche täglich mache, mehr oder weniger. Das Ganze wird so, keine Ahnung, 10-Minuten-Videos jeweils sein. Ich werde mich so gehen, wie gesagt, normalerweise eine halbe Stunde setze ich mich davor, trinke mein Käffchen, gucke so ein bisschen durch, was abging und so. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall wieder mit God of War anfangen. Hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal an anderer Stelle schon gesagt auch. Und ich hatte gestern habe ich einen Livestream gemacht zu Doom. Heute wird es vielleicht noch was geben zu Fallout, obwohl ich weiß nicht, ob es zeitlich hinkommt. Mal gucken. Und ansonsten werde ich natürlich jetzt wieder auch auf Twitch weitermachen. Ich werde halt nicht ganz so oft wieder streamen, wie es damals war. Also da habe ich ja fast jeden Tag und auch teilweise mehrmals gemacht. Ich werde allerdings jetzt nach der Gamescom wieder auf jeden Fall regelmäßig anfangen. Ich werde mit God of War weitermachen. Und ich habe noch so ein, zwei andere Sachen. Wie gesagt, Metal Gear müsste ich eigentlich weiterspielen. Ich wollte immer noch Hollow Knight durchspielen. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Ich glaube, das wird schon eng, weil im September stehen da schon die nächsten Titel an. Am Dienstag geht es nämlich mit WoW los. Ich habe mir das Addon bereits geholt, habe schon wieder alles da fertig gemacht und so, dass ich da starten kann. Und auf jeden Fall wird es wieder ein bisschen mehr Zeug hier geben. Ich möchte aber auch so ein bisschen mehr vernünftige Videos machen. Also ich möchte jetzt nicht nur die ganze Zeit diese Let's Play Sachen von Twitch importieren, weil ich da auch immer ein bisschen gezwungen bin natürlich, dass ich halt eine komplette Serie, so wie God of War, was ich auf jeden Fall ja durchspielen werde, aber manche Spiele fange ich auch an, spiele das dann und irgendwann denke ich so, ich spiele auch manche Spiele dann nur gerne für mich weiter und dann möchte ich das eigentlich gar nicht auf YouTube machen. Von daher werde ich das ein bisschen selektiver machen. Ich werde auch, wie gesagt, ein paar mehr Formate in dem Format hier machen, was so auf YouTube dann zugeschnitten ist und was vielleicht ein bisschen mehr so mit echten Sachen zu tun hat oder mit spezielleren Videos auf jeden Fall.
Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Content geben. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's. Wie gesagt, schreibt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt. Und ansonsten schaut mal wieder auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Wie gesagt, spätestens ab Dienstag geht's wieder los. Und dann, wie gesagt, zum September hin das Ganze auch wieder regelmäßiger. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.